So, dann wollen wir doch mal schauen, wo hier das Problem ist. Wasser war auch ein Problem, ne? Genau, weil die Pumpstation hier quasi leer ist. Ach ja. Zustromladenbesucher aus Block steht. Cool. Ja, wie sieht's denn hier mit der Verbrechensdings aus? Ach du Scheiße. Was habe ich bloß angerichtet hiermit? Und gerade mal 400 Euro Beute, damit habe ich gerade mal die Ausgaben gedeckt. Das ist doch witzlos hier. Am Arsch. Okay. Sind wir diese Folge hier einfach nochmal in der alten Stadt? Ich brauche von der Uni brauche ich juristisches Upgrade hier. Ach ja, und noch was. Ja, 600.000. Und wo sind die? Die will ich wieder haben. Ich meine nur mal, ich habe doch gerade Geld verschenkt. Wo ist das? Okay, Moment. Was ist das da gerade an der Stadtgrenze gewesen? Was ist denn das da für einer? Das ist doch mit dem Geldzeichen. Ist das ein Geldtransporter oder? Simoleon Transporter. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum die da auf dem Bürgersteig spawnen. Oh Mann. Was geht ab? Ach so, nee, später. Gucken wir doch mal, was wir gleich erforschen. Wasser habe ich immer noch im Überschuss. Verstopfte Rohre. Alter, kann ich das hier schon wieder upgraden, ne? So, das sollte jetzt reichen. Verstopfte Rohre am Arsch. Oder reicht da nicht ein Gebäude? Hm. Mag ja auch sein, dass da ein Gebäude einfach nicht ausreicht. Na egal, noch reicht es aus. Langsame Feuerwehr. Alter, wie ich hier wieder mein Industriegebiet plätten muss. Egal, meine Stadt gefällt mir auf jeden Fall. Bisher hier so ein bisschen Vorstadt. Ich bin mal gespannt, wie das letztendlich aussieht, wenn die alle komplett ausgebaut sind und so. Aber jetzt erstmal, Müllhalde läuft noch. Feuerhilfe, ja. Irgendwas wollte ich eben machen. Genau, ich wollte mal gucken. Heute unterrichtete Sims. Ich brauche 2000 für das Upgrade. Unterricht um 6, 9, 12 und 15 Uhr. Ja, läuft jetzt noch Unterricht, weil 10, ja, läuft jetzt offenbar noch. Das heißt, das sollte ja eigentlich auch steigen, ne? Oh Mann. Egal, ich guck mal kurz hier bei Upgrades, welche ich da kaufen kann. Sauberer Kohlereaktor brauche ich nicht. Sauberer Ölgenerator auch nicht. Chirurgiezentrum. Ermittlungsflügel, das will ich auf jeden Fall haben. Juristische Uni. Gut, sobald ich dann das Uni-Upgrade hier habe.
erweitert die Bevölkerung ohne weitere Wohnanlagen und zusätzliche Schüler und Studenten. Ja, ist natürlich klar, dass das jetzt Platz ohne Ende wegnimmt. Und hier unten geht das nicht hin? Nein. So, Wohnheim. Das heißt, ich habe 500 weitere Schüler und Studenten. Das wiederum heißt, ich dürfte das quasi hinkriegen, da mit dem Upgrade. Das dürfte ich dann bald haben. So, ja, was soll ich? Nicht genügend Arbeiter. Kann man auf rumzäulen. So, wie sieht's denn hier mit Glücksspiel aus? Jeden Tag 5000 gewinnen, jeden Tag 5000 gewinnen. Läuft doch gut. Wir würden gern wieder in die Schule gehen, okay. Genau, wie sieht's mit Bildung aus? Oh, schön. Schön, schön. 3 von 5 Bildungsniveau. Und Technikstufe ist... Naja, 2,5, wenn man positiv das Ganze sieht. Wie sieht's denn hier mit den 21 sind schon voll? Ach du Scheiße, ey. Wie viele hier unterwegs sind, ey. Leck mich doch am Arsch. Und die bringen alle kein Geld mit. Die haben alle nur rumgezündelt, die kleinen Flachwichser. Boah, ey. Ist doch wohl nicht wahr. So, ich muss mal eben kurz die Aufnahme unterbrechen. Wir sehen uns dann gleich hier direkt wieder. So. Entschuldigung, da bin ich wieder zurück. Musste da gerade kurz was erlegen. Nur noch 9. Ich warte jetzt hier so lange in der Stadt, bis Verbrechen quasi wieder auf 0 sind. Das war eine scheiß Idee, die loszuschicken. War ja auch nicht wieder. Aber immerhin hat er noch den Vorteil, dass er Touristen anlockt. Das heißt, ich sollte jetzt schon wesentlich mehr Touristen in der Stadt haben, oder? Ja. 10.000 sind auf Besuch. 131.000. Was brauchte ich noch gleich hier für das nächste Upgrade? 292.000. Kommt auch noch. Dafür muss ich die Stadt halt einfach mal ein bisschen ausbauen. Nicht? Alter, die Musik. Na, ich meine... Geschmackssache, aber mir ist die einfach zu laut mitunter. Das ist hier dann einfach mal ganz laut und... Oh. 5 Wohnsitze, zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Uns geht es schlecht. Warum geht es euch schlecht? Mit Unterricht. Hm. Egal. Nicht mein Problem, nicht mein Problem. Was allerdings schon ein Problem ist, ist, dass ich mal wieder die Zeit völlig vergessen habe. Hm. Naja. So, am nächsten Tag werde ich dann sehen, ob das auch mit der Universität alles was gebracht hat und so. Ich hoffe es ja. Hier unten kommt irgendwie ganz selten mal was an. Brandstifter bedroht hiesige Häuser. Alleine wie die da Kolonne stehen. Kranker Scheiß. So. Ja, das dauert noch ein bisschen. Alter, wie sie alle gleich losgeht. Geil. Jawohl, noch eine Festnahme mehr. Anstatt, dass sie die hier direkt schnappen, ne? Die müssen immer erst was getan haben, mehr oder weniger. Tschü. Alleine noch ein verhaftet. Geil. Nicht schlecht. Verbrechen im Gange wurde denn jetzt schon wieder. Oh, schon verhaftet. Alter, das läuft eigentlich relativ gut hier mit dem Verhaften von den Verbrechern. Alleine
31, ey. Oh Gott, ey. Helikopter baue ich auf jeden Fall auch noch. Das ist für mich jetzt schon klar. Naja. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich gleich die Folge beendet habe, das hier noch ein bisschen laufen lassen, weil halt Verbrecher sollen, Verbrecher sollen ja so nach Möglichkeit auf Null runter und so. Deswegen werde ich einfach mal, ja, ach so. Deswegen werde ich dann einfach mal laufen lassen und, ja, dann mal schauen, was dabei rauskommt. Der ist zu dämlich, um zu wenden. Ne, der fährt jetzt hier einmal außen rum, wenn es mehr Spaß macht. Jetzt stehen sie da, alter Schwede. Jawohl, verhaftet. Und die lassen sich aber auch immer zu viel Zeit mit dem Mord, ne? Die Verbrecher. Ist ja auch dämlich. Ja, klar machen die jetzt Verlust, aber das ist auch nur vorübergehend. So. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich jetzt einfach erstmal die Aufnahme. Ich hoffe dann, dass bis zum nächsten Mal die Verbrechensrate quasi auf Null ist. Dass es keine Verbrecher mehr gibt und so weiter. Dann kommen die nämlich auch nicht in meine andere Stadt dort drüben, die man jetzt schon beobachten kann. Nicht? Alles klar. Und ich will hoffen, dass die Gefängniszellen auch ausreichen. Nein, nicht folgen. Alter, wie das fast voll ist. Ich krieg eine Krise. 25 Verhaftungen pro Tag. Oh, ey, da kann ich jetzt schon wieder was anbauen, ne? So, damit die auch Platz genug haben. Ja, 190 Gefängniszellen. Reicht auf jeden Fall. Gut. Das war's jetzt aber. An dieser Stelle beende ich erstmal die Folge. Wir sehen uns dann das nächste Mal wahrscheinlich auch nochmal in der Stadt wieder, um so die Ergebnisse zu zeigen. Also ich zeige dann halt die Ergebnisse. Was sich hier alles so dann getan hat, ne? Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.